Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin's Jessie und heute reagieren wir auf. Wir lassen 32 Influencer gegeneinander kämpfen. Und wer würde gewinnen? Feature Renzo von Juckt mich nicht. Heute gibt es aufs Maul. Wir werden heute Streamer und YouTuber gegeneinander antreten lassen. Und Rezo und ich glaube, das weiß man nicht, aber wir sind ja selber Extreme Martial Arts Experten. Ja, hier. Ja. Nicht nur MMA, sondern Extreme MMA, also E-MMA. XMA, sagt man. Ja, Digga, weiß ich ja alles. Wir haben alles halt durch so. Mein Team hat sich hier schon einen so Turnierbaum gemacht, der genauso aussieht wie unser Turnierbaum damals, wo wir noch im Kampf tätig waren. Ja. Und wir müssen eigentlich nur klicken und unsere Imagination spielen lassen. Liebe Freunde, let's go. Okay, let's go. Ich finde Julian Bams Merch so geil. Ich will so gern einen haben. Also guckt meine Videos, damit ich mir einen kaufen kann. Spaß. So. Okay, das heißt, wir gehen jetzt von oben links nach unten. Wer ist Mark Eggers? Kennt man den? Direkt so los. Sascha gegen Mark Eggers. Das Ding ist, beides sind große Giganten. Große, ja. Aber, also Mark Eggers hat auf jeden Fall eine sportliche. Ich meine, er kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Glaub ich, immer noch. Ist nicht mehr so gut in Form wie damals natürlich, aber immerhin eine History. Richtig, aber das Breakdance, ich kann ja auch von mir sprechen, so, macht den Körper schon sehr kaputt. Ach so, ja, stimmt. Ich habe Bandscheibenvorfall und. Ja, verstehe, verstehe. Was sind die Vorteile, die unsympathisch in den Ring mitbringt? Ja, ich glaube, der wird echt ganz schön. Zum Glück habe ich nie. Ne? Also das Ding ist, Breakdance Mark gemacht. Auch auf dem Bild sieht halt muskulöser aus als unsympathisch. Ja. Ich würde sagen, Mark Eggers boxt auf jeden Fall rum, hält den am Ende das Mic noch so ich und kann macht mir noch so eine Flirtfrage. Wie was denn Body Count? Ja. Sowas. Kenne ich also, nicht. Ich weiß nicht mal, was mein Body Count ist. Sascha ist ja auch christlich und wenn dann Mark Eggers die eine Wange geschlagen hat, dann hält er die andere Wange hin. Boah, krass. Du bist also wir sind wahrscheinlich sehr bei. Aber ich finde von Varion das Profilbild cool. Also teilweise gar nicht mal mit irgendwas physischem. Mit Iron Man würde. Ist voll weißt, cool. Was ein krasser Effekt von Varion wäre, was denn? Wenn er so den Kloneffekt. Genau, den Kloneffekt macht, dann gibt es dann plötzlich dreimal. Oder Varion kommt an und sagt, ich bin Legion und ich bin viele. Pam, 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 pam. Das wäre krass, Digga. Alter, krass. Und da kannst du auch nichts mit Messern machen eigentlich. Nee, nee. Okay. Jetzt bin ich, also jetzt bin ich bei Varion einfach, weil er sich multiplizieren kann. Ja, okay, Alicia Joe wird leider umgenietet. Ey, hätte ich nicht gedacht jetzt. Okay, Varion ist eine Runde weiter. Paluten und der dunkle Parade. Ritter. Boah, Paluten. Das ist jetzt schwierig. Der Paluten ist ja schon, würde ich sagen, sehr oft am Wandern. Das gibt ihm auf jeden Fall starke Beine so. Bei dunkler Parabelritter kann ich mir auch vorstellen, der macht so. Also stellt euch nur vor. Wie macht der? So. Guckt so und auf einmal das Auge ist so eine Drohne. Ach, die fliegt so rum, ja. Dass er jederzeit auch hinter sich gucken kann. Oh ja. Also du kannst gar nicht so. What the fuck? Ja. Der dunkle Parabelritter, der hat halt Tor auf seiner Seite, ne? Also der, weil was will Paluten machen? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Minecraft spielen. Ja. Sorry, also es ist gar nicht disrespectful gemeint, aber sorry, Palle. Da fühle ich nicht so. In Peace, Palle. Oh, Julia Büdix oder hungriger Hugo? Julia Beautix, den Parfüms. Da sehe ich eher Julia Beautix. Wir beide wissen das. Kann man jetzt so ihren Parfüm so machen? Ist ja was? Ja, immer das Liebe. Also wenn die schon so Superkräfte, wenn die schon so Superkräfte erfinden. Wenn die Kameras dann nicht laufen. Und das ist tough, Digga. Das ich glaube, irgendwann hat die dann einfach abgelassen von uns, weil die halt neue Leute gefunden hat. Oha. Die sie so ein bisschen verprügeln. Ja, ich habe sogar einmal gesehen, da war ich mit Julia, wollten wir was machen, da warst du nicht dabei. Und da fragte jemand so nach dem Feuerzeug. Und sie hat einfach ihm so auch hierhin so geschlagen. Ja. Er hat gar nicht mehr atmen können. Oha. Ich finde es immer lustig, wie die einfach so richtig eine Geschichte finden. Ich check das aber auch nicht. Also einmal war ich mit meinem Bäcker so. So richtig so glaubartig das erzählen, ohne einen Lachkrampf zu bekommen. Und redet dann mit mir trotzdem nochmal weiter. Und die Oma fällt hin, rollt noch runter so über die Straße. Aber Gott sei Dank war grün. Da zieht sie ihre Kraft draus, glaube ich. Dann, also Julia, definitiv einfach, falls... Weil sie ein sehr brutaler Mensch ist. Okay, Maxi aus Survival Martin. Bei Maxi würde ich sagen, der war so stark, so breit, ne? Der war Mr. Latt einfach so, aber. Aber der hat ja nur noch Schmerzen. Der kommt ja an, hat Schmerzen, nicht nur seelische, herzliche. Aua. Und Survival Martin, der ist crazy, Alter. Der ist auch noch gut in Form. Also der kann sich ja auch aus vielem an deine Waffe bauen. Also damit in der Zeit, wo Maxi. Sagen soll, wenn ich wählen würde. Hat schon ein Schwert aus dem Stock gebaut. Da hat er wahrscheinlich schon so ein. Ich glaube, Maxi vor allem. Lebt dort. Survival Martin. Den Safe. Sorry, Maxi, aber ich glaube, du bist da irgendwie leider zu schwach. Reefed versus Gnu. Boah, beide Reefed. Sehr strong. Das ist tough, weil beide sind Frauen, die sehr viel Energie haben. Ja. Also unendlich viel Power. Also ich glaube, Tonis Körper ist, auch wenn Toni ein Ticken jünger als Gnu ist, ist Tonis Körper nicht, also auch schon ein bisschen kaputter, so per se. Okay. So von Natur aus.
Also sie hat ein, zwei Beschwerden, glaube ich. Und Gnu weiß ich gar nicht. Ja, Gnu macht halt jeden Tag Fitness. Seit wie lange? 3 Jahren? Ich glaube, Gnus Körper ist sozusagen am besseren Stand. Aber jetzt von der Energie her sind beide sehr, sehr strong. Toni ist, glaube ich, so ein bisschen verpeilter. So ein bisschen, dass sie vielleicht auch einfach aufs Maul fällt, weil sie einen Backflip-Kick machen wollte. Das Ding bei Toni ist halt, die ist tierisch schnell. Also die ist im Kopf so fix. Die sieht, was du tust und die kann sofort darauf reacten. Und die spinnt, glaube ich, direkt immer die nächsten 10 Moves aus, die du machen kannst. Also ich glaube, darin ist Toni extrem strong. Ich schätze Reeft auch sehr schlagfertig ein. Ja, ja. Und also, da steckt ja schon Schlag drin, ne? Sorry, Toni. So, jetzt haben wir wieder ein Monster, Trimax und Kyla. Ganz ehrlich, ich glaube, Kyla hat schon so viel Scheiße durch in ihrem Leben und hat sich schon so viel gegenüber so übergriffigen Männern durchsetzen müssen. Ja. Die frisst Trimax zum Frühstück. Bitte helfen Sie mir! Ich glaube, Trimax, glaube ich, wirklich essen, so wie du schon gesagt hast. Ja. Onkel Monte hier. Oh, ich nehme Montana Black. Kann ich mir echt. Aber ich glaube, Monte. Ja, Montana Black kommt einfach. Ist einfach cool. Aber bei Monte, glaube ich auch, der sitzt ja auch wirklich viel, ne? Du meinst so wegen so Rentnerrücken? Ah. Genau, Rentnerrücken, ja. Der, na genau. Da gibt es ja so Videos, da läuft er auch herum. Die sind doch auch fast Rentner, oder? Chu und Reese, sind nicht auch Rentner dann? Ich habe hoch gemacht, zack. Und dann habe ich nochmal so gemacht, weil ich es angefasst habe. Replay. Hä, die sind doch beide 30. Mal nein. Oh Gott. Nee, bei Monte denke ich immer so, wenn ich ein Video sehe, wie er mit Pflaume irgendwo herumläuft, dann denke ich immer so, krass, Monte kann ja gehen. Nee, weil ich das heißt, jetzt, was jetzt passiert ist, wir sind in der zweiten Runde von dieser linken Seite und jetzt kommen die, die gerade weitergekommen sind, müssen jetzt gegeneinander kämpfen. Also Mark Eggers gegen Varion. Beide sehr stark. Varion hat ja, wie gesagt, immer noch den Kagebunshin no Jutsu. Ich sehe Varion viel mehr. Also diese Fähigkeit von Varion. Ich würde Varion nehmen. Ich meine, alle schon mit der Ironman-Maske hier. Komm, ja, guck. Sorry, Mark. Okay, dunkler Parabelritter gegen Julia. Ich glaube, jetzt an Julia Pudix. Zu bringen, aber ja, die ist halt wirklich aggressiv. Ja. Ich könnte ausrasten, ganz ehrlich. Wir haben auch mal einen Dreh ausfallen lassen wegen deswegen. Mehrfach. Weil wir uns einfach gefühlt, ja, weiß nicht, zu schwach gefühlt haben an dem Tag. Also einmal, weil die Blutung bei dir nicht aufgehört hat. Ja, ja, okay, da muss man abbrechen, ja. Bei Julia ist halt das Ding, dass egal wie brutal es ist, sie hat da keine Hemmung. Also ja, die kann nicht auch würgen mit einem Schnürsenkel oder so, das ist der völlig egal. Die kann irgendwie eine Käsereibe nehmen und dir einfach den Arm wegreiben. Boah. Sodass da spürt die nichts bei. Das ist für die jeder Dienstag. Ja, sag sowas nicht. Nicht, dass Julia dann genau auf diese Idee kommt. Also leider, sorry, Alex, du wirst wahrscheinlich bei Julia verrecken. Survival Martin vs. Gnu. Okay, das jetzt 2 fitte Menschen. Oh, es wird immer schwerer. Je weiter. Ja, ja. Survival Martin. 2 fitte Gnu zum Beispiel vom Streaming-Setup, der hätte sie Heimvorteil. Oder im Fitnessstudio, da hätte sie Heimvorteil. So. Oder in der Türkei. Ja, außer im Wald in der Türkei, da wäre ich wieder erschienen. Ja, das wäre interessant. Blind, ja. Survival Martin. Kyla Shikes versus Montana. Ich sehe Kyla. Ich sehe auch Kyla, ne? Aus demselben Grund wie eben, so wie Kyla gegen Trimax gewinnt Kyla also, weil er einfach mehr Erfahrung hat, glaube ich. Jedes Mal, wenn sie feiern geht, kämpft sie irgendwann am Abend mit einem Mann muss sie kämpfen. Und das ist für die schon so drin. Das ist für sie auch gar nicht was Besonderes. 100%, ich will gar nicht wissen, was sie alles in ihrer Tasche drin hat. Da wird der Montana nicht drauf vorbereitet sein. Genau, sie tut auf dem Bild jetzt so, oh, ich habe ein Handy in der Hand, ich habe meine Handtasche oder so. Ja. Aber eigentlich ist die Handtasche, weißt du, so wie bei Everything, Everywhere, All at Once. Pau, 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 pau. Ja, boah, so genau. Ist die. Die macht so, ne? Wirft diese Tasche voll ins Auge von Monte. Nicht gesehen. So, oh, aua, oh, oh. Und dann nimmt die das. Diese ich habe den Film noch nie gesehen. Ich glaube, ich müsste den Film mal gucken. Zack, und dann ist er direkt auch, weißt du, direkt so. Vielleicht frage ich Nene, ob sie nächstes Mal das gucken will. Finish den. Boah, jetzt ist es ganz schön. Julia, ich glaube an Julia. Obwohl, Varion ist auch cool mit Iron Man Maske. Biotix. Varions größte Fähigkeit ist das Multiplizieren. Aber ich befürchte fast, dass das Julia sogar noch stärker macht, weil es sie in Blutrausch bringt. Weil Varion teilt sich ja, aber dafür sind ja seine Klone nicht so stark, wie er selber in Summe wäre. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also die sind ja alle so ein bisschen leicht abgeschwächt. Das ist ja immer so, wenn man sich teilt. Deswegen kann Julia einen Einzelnen viel leichter killen. Ja. Und das gibt ihr den Kick. Dieses Blut sehen, Blut schmecken, das gibt ihr. Wirklich so mit ihrem Ich möchte nachher gucken, ob Jude Pudix kommentiert hat. Außerdem hat sie eine Passive mit einer Vampireigenschaft, dass sie sozusagen geheilt wird, wenn sie Schaden zufügt. Und dann ist es sehr. Also, wenn er dann mehrfach am Start ist, natürlich. Dann kriegst du ja nicht tot. Das ist albern jetzt. Das ist nicht albern. Okay, ja, Julia. Survivor Mario vs. Kyla. Schwierig.
Martin. Das ist sehr schwierig. Es wäre auch ein sehr langer Kampf. Der geht so 20 Minuten lang, ne? Der ist, Ausdauer ist da gefragt. Das wäre so ein fucking Dragon Ball Z-Kampf, ne? Voll, ja. So einfach 30 Folgen lang. Aber ich glaube, weil das nur noch auf Ausdauer gehen würde, würde Survival Martin vielleicht gewinnen, weil der lebt ja im Wald. Der muss ja wirklich, ne? Wenn der was Ausdauer essen möchte, dann muss er ja tagelang gehen. Ja. Nee, das glaube ich auch. Das Ausdauer-Ding, das ist bei ihm auf der Seite. Er kennt es ja auch, dass er einen Gewaltmarsch mal über mehrere Tage macht. Fühle ich. Das wird Survival Martin dann. So, boah, okay, jetzt haben wir Julia. Ich hau mein Europeadex. Du machst das, du rockst das. Ja, ich glaube, Julia macht es. Aber Martin ist weit gekommen, so. Der kriegt auf jeden Fall auch ein bisschen Preisgeld. Wir können der Person auf jeden Fall am Ende gratulieren, die gewonnen hat. Okay, jetzt sind wir auf der rechten Seite. Genau. Okay, es ist dabei. Kelly, Mrs. Vlog, Rivi ist dabei. Kronk ist dabei. Mr. Wissen to Go. Need to Know, Hey Moritz, Julienko, Lidiro, Sturmwaffe, Just Nero, Ungespielt, Aaron Trotschke, Vic, Alpha Kevin, Sally's Welt und wer? Wer ist denn unten? Sehe ich nicht. Haider, irgendwas. Also ganz ehrlich, Kommentare, ich wollte gucken. Genau, ich wollte gucken, ob Julia the YouTube-Judix kommentiert hat. Nee, ich sehe keinen Kommentar von Julia. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Und ihr könnt auch unten in den Kommentaren schreiben, für wen ihr gewettet habt oder wenn ihr glaubt, dass sie gewinnt. Ich habe halt YouTube-Judix gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Und lasst ein Like da.